Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal mit einem kleinen Tipp, will ich es mal nennen. Und zwar rund um einen neuen Wettanbieter. FansBet heißt der. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Der ist noch nicht so bekannt. Und das ist die große Chance bei Wettanbietern, wenn man sie noch nicht so lange kennt und die noch nicht so lange am Markt sind, dann hat man oftmals noch Möglichkeiten, Dinge auszunutzen, die andere eben noch nicht oder nicht mehr bieten. Ja, und hier geht es heute darum, dass wir mal schauen wollen, gibt denn es bei so einem Underdog sozusagen der Wettanbieter Vorteile, die wir uns zunutze machen können. Und da habe ich mal reingeschaut, wie steht denn der Wettanbieter da im Gegensatz zu großen Wettanbietern, was das Thema Quote angeht. Und da fällt durchgängig etwas auf und das will ich euch hier mal zeigen. Ich habe das Ganze mal verglichen mit großen Wettanbietern wie Tipico, aber auch wie Bet365, wie auch 1xBet, wie 888sport, also ein paar an der Reihe. Und einer, der noch hier am besten abgeschnitten hat, war definitiv Bet365 und da will ich euch mal etwas zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier mal die erste Bundesliga, die Spiele, die in Zukunft jetzt kommen werden, hier aufgerufen. Und die gleichen gucken wir uns einfach mal an. Ich habe uns hier mal ein, zwei schon mal rausgesucht und habe beispielsweise mal SC Freiburg gegen Wolfsburg rausgesucht. Das hier untere, das untere Bild ist Bet365 und das hintere sozusagen ist FansBet. So, jetzt gucken wir mal hin. Freiburg gegen Wolfsburg. So, ziehen wir das mal hier hin. Da haben wir eine Quote bei FansBet von 3,15. Und wir haben bei Bet365 haben wir 3,1. Okay, so, wir haben beim Unentschieden eine Quote von 3,5 bei FansBet, bei Bet365 von 3,25. Okay, und wir haben hier auf den Favoriten sozusagen, deswegen auch die geringste Quote, eine 2,37 und hier eine 2,3. Okay, das heißt also, ich sag mal, hier haben wir tatsächlich überall höhere Quoten bei FansBet, außer bei dem Favoriten. Okay, gut. Gucken wir uns mal das nächste an. Zum Beispiel gucken wir oben an Hoffenheim gegen Bayern München. Gucken mal, Hoffenheim, Bayern München. Haben wir hier das Spiel. Ja, mal gucken, wie es ein bisschen besser eingeblendet kriege. So sehen wir es besser. So. Hoffenheim gegen Bayern München haben wir hier. Okay, so. Also, hier oben sehen wir die 10er-Quote gleich. Unentschieden. 7,5 ist FansBet etwas geringer. Und hier aber auf den Favoriten eine höhere Quote von 1,24, während Bet365 eine 1,2er-Quote bietet. Okay. Das heißt also, dort, wo im Moment die Quoten auch am geringsten ausgegeben werden, das heißt, da, wo die höchste Wahrscheinlichkeit ist, ist bisher FansBet im Vorteil gegenüber dem ansonsten wirklich guten Quotengeber, Bet365. So, jetzt gucken wir mal hier unten nochmal ein bisschen weiter. Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim hatten wir. Wir gucken mal Dortmund gegen Freiburg, okay? Dortmund, Freiburg. So, was haben wir hier? 1,28 zu 1,22. 5,9 zu 6,5, großer Unterschied, aber geringe Wahrscheinlichkeit, deswegen eine Riesenquote. Und hier ein noch größerer Unterschied, 9,25 bei einer 11er-Quote. Aber da setzt kein Mensch drauf. Da setzt kein Mensch drauf, weil das relativ unwahrscheinlich ist, dass das kommt. Viel wahrscheinlicher ist das hier. Dass Dortmund gewinnt, und das sehen wir ja in der Quote, und es macht einen riesigen Unterschied, wenn man einen ordentlichen Einsatz hier reinpackt, ob du eine 1,22er-Quote oder eine 1,28er-Quote hast. Das macht einen riesigen Unterschied. Und ich kann euch sagen, das zieht sich so durch, egal wo ihr hinguckt. FansBet ist immer mit einem 0,2 bis 0,5, auch schon mal 0,6 oder 0,7 auch schon mal höherer Wettquote als Bet365. Ja, das ist schon mal eine Riesennummer. Vor allen Dingen, wenn man bedeutet, dass man hier auf Wetten setzt, die eher wahrscheinlich sind. Das sind eigentlich so die Favoritenwetten, ja. Also da, wo wirklich eine geringe Quote eigentlich ausgeworfen wird, weil die Wahrscheinlichkeit absolut hoch ist. Ja?
Interessantes Thema, muss ich sagen. Ich habe Fansbet jetzt selber auch schon ein, zwei Mal ausprobiert. Habe auch schon eine Auszahlung veranlasst. Hat wunderbar funktioniert. Wenn ihr Bock habt, die haben einen phänomenalen Einzahlungsbonus. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann, ja, dann bleibt einfach sozusagen dran und guckt unterhalb des Videos in der Beschreibung nach dem Link. Und das Einzige ist, ihr könnt sozusagen zwar auch auf Deutsch umstellen, die Plattform. Könnt ihr alles machen, überhaupt gar kein Problem. Und ihr werdet auch vieles finden, was auf Deutsch übersetzt ist, aber nicht alles. Was aber nicht so schlimm ist, tatsächlich scheint das nicht der Hauptmarkt von Fansbet zu sein. Der deutsche Markt ist aber überhaupt nicht schlimm. Das heißt, ihr kommt hier gut durch eigentlich, durch die gesamte Plattform, das kann ich bestätigen. Und ihr habt wirklich deutlich bessere Quoten, gerade bei den Favoritenwetten. Könnte man sich tatsächlich mal angucken. Also wenn ihr Bock drauf habt, unter dem Video könnt ihr euch bei Fansbet anmelden. Und ansonsten hoffe ich, abonniert ihr diesen Kanal, liked das Video. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.